Das ist Arcticum lappa. Die grosse Klette ist das. Es ist eine zweijährige Pflanze, die am Anfang einfach eine Grundrosette bildet im ersten Jahr. Im zweiten Jahr macht sie den Blütenstängel, Blütenstand besser gesagt. Und Blüte tut sie, ich zeige weiter vorne, macht sie den lila Blüten. Und nach der Blüte stirbt sie ab, oder? Das heisst, nachher ist sie monokarp, oder? Und sie versäumt sich dann wieder und gibt wieder neue Pflanzen daraus. Man sagt auch, es wäre eine bisannuelle Pflanze, bi für zwei. Hier haben wir einen Cornus sanguinea. Der blutrote Hartriegel ist das. Gehört in die Familie der Cornaceae, also der Hartriegelgewächs. Und die Blüte hat am Mai, Juni. Mit etwa so grossen, doldenförmigen Blüten, die cremeweiss sind. Sie machen nachher schwarze Früchte dran. Und das Holz ist an einem sonnigen Standort röter gefärbt, oder? Wieder im Schatten. Da muss es sich auch nicht so vor der Sonne schützen. Da ist es mehr grün. Ne? Cornus sanguinea ist ein ausläufertreibender Strauch. Es ist einer von diesen zwei einheimischen Hartriegeln, die wir haben. Hier sehen wir einen verblühten Blütenstamm von der Arcticum lappa, also von der grossen Klette. Die blüht lila. Und interessant ist auch, die Samenstämme bleiben auch über den Winter stehen. Das sind also ein interessanter Winterschmuck, wenn wir hier Raureif dran haben, oder? Und vielfach, wenn es nicht viel Schnee gibt, stehen die Blütenstände, die Samenstände im Frühling noch dort. Dann haben wir Inula conica. Das ist eine Landart, wird aber im Deutschen auch als Türwurz bezeichnet. Und es ist ein Asteraceae, also ein Korbblütler. Es ist ganz interessant, wie der Knospen leicht so lila ist, oder? Wie du hier siehst. Und nachher blüht sie so goldgelb auf. Also ich finde es noch recht attraktiv. Sie wächst sonnig bis halbschattig, oder? Und verträgt sehr trocken. Sie kann von der Höhe her recht variabel sein. Wenn sie einen feuchteren Standort wird sie höher, sonst bleibt sie eher gedrungen. Inula conica. Sie kommt hier auch um Sibelingerrand relativ häufig vor. Bei uns zum Beispiel im Wieland sieht man sie eigentlich praktisch gar nicht. Solidago via Gaurea, das ist die echte Goldrute. Die ist also wirklich einheimische Goldrute. Gehört in die Familie von der Asteraceae, also von den Korbblütlerwächsen. Die Blütezeit ist von Juli bis September blüht sie. Sie kommt eigentlich in der Regel so im warmen Halbschatten vor. Meistens sind es aber so einzelne oder kleinere Gruppen, wo sie wächst und nicht unbedingt grosse Bestände zusammen. Die echte Goldrute. Hier haben wir Hippocrepis emerus, die Strauchkronwicke ist das, oder? Von der Höhe her wird sie ungefähr so 1,5 bis 2 Meter hoch. Blütezeit, Hauptblütezeit ist normalerweise Mai, Juni. Das ist eine Anblüte, die sehr spät ist, die wir hier sehen. Das ist auch ein Fabaceae, also ein Schmetterlingsblütler. Wir haben hier einen der einheimischen Schneeball. Wir bauen einen Lantana, der wollige Schneeball. Das Wollige bezieht sich aufs Laub. Die Familie gehört zu den Oxaceae, zu den Moschusgraugewächsen. Und die Beeren sind rot und schwarz. Er wächst eigentlich mehr oder weniger an Waldrändern, einem halbschattigen Standort. Der gemeine Schneeball, der kommt dann schon manchmal an sehr viel sonnigeren Ort vor. Der Lantana ist immer im Halbschatten, weil wenn man so, der kommt eigentlich frei im Feld, kommt der praktisch nicht vor. Er wird von der Höhe her wird er etwa 3 Meter. Der Obolus, also der gemeine Schneeball, wird doch bis 5-6 Meter hoch.